Ist das Hulk? Meins? Conan, Alter. Benjamin, der Bogenschieße. Benjamin, was tust du hier? Oh, ich hab getötet. Wenn ich mich ja bewegen könnte, aber die machen. Oh. Da kommen wir noch ein Schwein. Ich muss sagen, dass ich find's nicht so geil. Oh, ich bin durch die Map gefallen. Warum ist dieser Mann nackt? Ich verstehe das nicht. Ihre Mann steckt im Sand. So sind sie halt. Mann, hier kommt man ja gar nicht durch. Musste aber wegtreten. Ach, da wo so Sand rum ist? Was war das mit uns? Genau. In der Luft. Lensflare. Ah, hier ist es. Ah. Was ist mit dem Licht hier los? Holy shit. Schon sehr grün-blau. Das sieht aus, als hättest du R2D2s an den Füßen. Das ist, keine Ahnung, was das ist. Cool. Naja. Wenn das ist bei mir so, wenn ich jetzt auf jemand anders drauf mit der Maus einfach nur drauf blicke und dann auf Tab drücke in meinem Charaktermenü, dann habe ich plötzlich die Werte von dem, den ich anschaue. Wenn du einen Charakter anguckst. Ja. Oh. Stimmt. Oh, dann ist das auch gelöst. Okay. Ach so, warte. Dann nehme ich das. Mann, beim Hausen. Aua. Ja. Ein Pierce's Head. Okay. Ist jetzt mal gut? Oh Removes body oil from the player or placed NPC. Ja. Und Körperöl entfernen. Oh, was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Der hat einen Backflip darunter gemacht. Ich glaube nicht. Was ist denn das hier? Wow, hier, guck dir mal, schau dir mal meinen Mann an und dann drück Tab, also ins dein Menü zu gehen. Sind wir jetzt gechosen worden hier, oder? Ja, wir waren vorher schon gechosen. Sind wir so wieder unchosen, weil wir halt Super Mario Sunshine, kann man nicht. Sunshine. Also nur auf der Yoshi-Insel. Yoshi. Insel? It's me, Mario. Mach gleich weiter. Mario. Hilfe. Boah, das war eine lange Zunge. Wir hier schnell runter. Ah. Wie gruselig. Ah, was ist das? Ah. Wieder eine roter Hilfe. Was ist das, ein komisches Ding? Ah, was hab ich jetzt da genommen? Ah. Genommen, das bei mir auch. Ah, was ist das? Ah, eine grüne Schildkröte. Ich habe noch nie eine grüne Schildkröte gesehen. Na! Mann! Was zum Fick? Ja, hallo, willkommen im... Wo bist du für die Fliege? Ah, Gott, ey, diese Viecher. Schon so ein bisschen wie ein schlechter Drohnen. Was machst du denn? Der spritzt du ständig zurück? Nein, das ist so. Falcon Punch! Holy shit! Das war richtiger Ear-Rape. Part 2 folgt zugleich. Bis gleich, Leute.
nichts rauschen. Plötzlich klarer Sound. So, hallo Leute. Hallo. Ja! Kommst du, woher du gelernt hast, so gut zu singen? Das liegt an der Natur, dass sie so gut singen kann. An der Natur. Ich weiß nicht. Ab, so mit. Wo ich vier ja, war, ab vier Jahre bin ich mal. Okay. Aber nichts mehr dran ändern. Ich hab Angst, Kleider gefunden. Wie sehe ich in diesen Jeans aus? Keine Ahnung, ich kann dich nicht sehen. Jetzt steigst du aus dem Bett, drehst den Zweck auf. Zwack. So, das heißt nicht. Zwack. Fragen. Weiter geht's. Die Katze von Till? Holy shit, die rennt? Von. Wir müssen süß. Aber einfach. Machst du da? Was? Wer? Halt die Fresse. Was? Warum, was mache ich? Wenigstens hat der wieder Hälfte gesagt. Auf welche Schule ich gehe, das wurde mir schon sehr oft gefragt. Mir. Ja, Wario finde ich lustig, weil er immer so lustig ist. Ich muss wieder die Tränke zurück in mein Inventar. Okay, passt, passt. Luigi, Mario, danke. Toad. Toad. Ich nenne ihn mal Toad. Viele nennen ihn Toad, aber eigentlich heißt der Toad. Toad? Yoshi mag ich auch. Yoshi. Paprika ist mein Lieblingsgemüse. Okay. Der war schon ein bisschen aroused, oder? Ja, sein Gemüse. Okay. Poat. Mario Kart genau. Auf der Switch. Ich freue mich schon, wenn noch der vielleicht heute auf der E3 ja ein neues Mario Kart vorgestellt wird. Pokken Tournament Deluxe. Oder auch Pokken Deluxe. Pokken Deluxe. Was? Und dann Pokémon Deluxe, auch Pocken. Pokémon Schwert und Schild. Wird das so genannt? Und dann jetzt noch die neuen Remakes: Pokémon Doppelte Diamant und Leuchtende Perle. Doppelter Diamant, Doppel-D. Leuchtende Perle! Richtig viele Spiele. Aber ich wünsche mir ein richtiges neues Pikmin. Pikmin. Also das richtige Pikmin, was kein Port ist. Port! Oh shit. Wow. Mario der Held. Wow. Das war jetzt mein Handy. Was ist das schon? Irgendwie von euch hat das Handy jetzt. Das war mein Handy. Was zum Fick ist das denn? Holy shit. Geräusche. Was? Holy shit. Du bist einfach mal so aus dem Bild geflogen. Das mache ich nicht nach. Naja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Geist oder so. Kita Shirakawa. Ja. Yeah. Und damit ihr euch die Möglichkeit von diesem Charakter ansehen könnt, lasst ihr diesen Charakter für 5 Sekunden. Was ist los, Mann? Ist aber mal gut. Und nun sind wir was hat sie? Am Ende des Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mattane. Was hat sie denn? Was ist los? Ja. Oh Gott. Und ein Knödel auf dem Kopf. Sie hat mal ab und zu manchmal diesen Hasen auf dem Kopf, was
nicht wirklich wie ein Hase aussieht, sondern wie ein Knödel. Aber es ist extrem kawaii. Okay, das ist zu niedlich, also machen wir weiter. Wir bleiben mal bei diesem Spiel, denn da gibt es noch einen Charakter, der extrem niedlich ist. In diesem Format stelle ich euch Mythenwesen der japanischen Mythologie vor. Was Mythenwesen sind. Hier zum Beispiel zeige euch ein Bild. C3 wurde. Dort wurde. Das war Doppelgänger. Werde ich mir so kleine Bildchen machen. Und es werden auch extra Videos kommen, wo ich. In diesem Video mache ich wieder was über Smash Bros. Und diesmal geht es um die Pokéball-Pokémon und die Pokémon, die in Saffronia City aus den. Aus diesen Häuschen da kommen. Aus dem Häuschen. Böser Flor. Okay. Böser Flor. What the fuck? Lomanda. Oh Gott. Was ist das? Das ist Bieber. Ah, okay, danke. Scharnierer. Herr Winkler. Was ist das? Let's tip the chaos. Prepare yourself. Let's tip the chaos. Ich meine, ich mag ja meine Freunde zum Beispiel und alles, aber momentan habe ich das Gefühl, dass es immer so viel ist, immer so. Ja, aber Zeit heißt. Ich muss ja schon einen Terminplaner. Ja, weil ich immer gucken muss, wann ich Zeit habe und wann nicht. Das ist echt immer so. Kannst du mit mir offen reden? Du kannst doch sagen, Skashi, du bist anstrengend. Eigentlich möchte ich gar nicht, dass du kommst. Okay, wenn du es jetzt schon so sagst. Ich hasse nein. Smash Bros. Und ich hasse dich. Wow. Gut gefallen, ne? Okay, deine Attacken, wie schon erwähnt, die Blasen-MG. MG-Blasen. Ich erinnere mich doch an das Interview von FreeFM, wo dann sowas drin kam. Da kam noch eine Frage vom Blasen-MG. Über deinen Namen. Gibt's das von der Aufzeichnung? Ja, ich weiß sogar noch den Timer ungefähr. Dann machen wir mal einfach mal weiter. Hier ist noch eine Frage von Blasen-MG. Hattest du mal eine Folge? Oh mein Gott! Ach nee, ich erinnere mich auch dran! Blasen-MG! Jetzt bin ich beim Boden! Nicht bewegen! Und tschüss! Was ist da los? Was macht dein Schlaganfall? Entschuldige, ich bin so gut. Was ist das? Oh, Tappadolo. Was zum Kuckuck war das? Spaghetti. Was zum Kuckuck? Spaghetti. Was zum Kuckuck? Was hat mich gekühlt? Help me. Luigi. Mario! Lass mich in Ruhe aufregen. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Boah, das ist näher. Das ist näher! Was? Oh mein Gott, hier ist ein blödes Thema. Was ist das, ein blödes Thema? Verstehe ich auch, keine Ahnung. Blöde Thema. Das ist ein blödes Thema. Alles klar. Schon belastend, oder? Der ist richtig belastend gerade. Wenn ich daneben sitzen würde, dann würde ich ihm eine runterhauen. Doch, ja. Das ist eine blöde Theme. Alter! Tja, wie hast du diese sitzenden Menschen gemacht? Wie geht das?
Nochmal von vorne. Ich hab schon eine Work. Sitterbench-Test. Aha. Schnell abhauen. Oh Gott. Alter! Ich wollte mich von euch unterhalten! Ja! Nein! Ja! Auch! Warum läuft der hier so rum? Keine Ahnung! Was macht der da? Ja, ne? Der wohnt unter der Treppe. Zwei! Läuft da! Keine Ahnung! Du! Jetzt bin ich wütend. Was hast du denn da hingestellt? Ich wäre ready to travel. Theoretisch auch deine, ja, du hast eine Ding bei mir hingestellt. Wer ist das? Shani Stuff. Und ja, für dich. Geschafft. Danke. Kannst du Sachen craften mit Dekoration. Wer ist das? Ja, halt. Neben meinem Haus, da ist so ein nackter Mann mit weißen Haaren, der läuft die ganze Zeit nur weg von mir. Okay. Der läuft immer weg, wenn du näher kommst, dann dreht er sich um und geht weg. Voll beleidigt. Ne? Hazel. Wer ist Hazel? Tret vor ihn. Tret keine vor Ahnung, aber will nichts an mit uns zu tun haben. Warum? Was macht er? Warum? Okay. Hallo? Wir können ihn eindingsen. Vielleicht sollte man mal bei. Ich guck mal kurz bei Hazai vorbei. Oh. Kann man ihn punchen? Oh, wenn man ihn puncht, dann läuft. Hör auf, ihn zu punchen. Nein, Hazel! Hat Angst. Was machst du? Was läuft er weg, oder ja, was? Der nein, der läuft weg! Wo läuft er hin? Wo waren die drin? Waren die in der Shanis-Kiste drin? Er kann ja gar nicht springen. Doch, du musst nur rennen. Echt jetzt? Ja. Oh. Wie dumm bin ich denn eigentlich? Mann. Wenn er tot ist, hat er nicht mehr so einen fickigen Hintern, dann schrumpft er irgendwie. Hier, ich dumm Scheiß. Auch mal denn. Hallo noch. Ist auf C. C. Okay. Lauschen die Vorschein, das war nicht. Oh, was? Da war dein Kopf auf einmal im Weg. Was? Till. Ja, was denn? Du stehst schief. Nein. Du stehst doch genau in der Reihe. Deine Achselhaare. Ja. Meine habe ich auch, ja. Ja, du bist schon ein bisschen eklig aus. Ich will mir nicht schämen. Warum nicht? Weil ich hab's ein bisschen. Hör mal auf. Der wurde aber mal groß. Armer Benjamin. Schieß ihm nochmal in den Kopf, wo er umgefallen ist. War, hat er auf einmal große Muskeln gehabt. Nochmal. Probier mal alle bitte Screenshots richtig zu timen. Wie so ein Schwamm, der plötzlich Wasser aufsaugt. Schon schön aus. Ich steuer jetzt sowas seit langem hier. Immer noch kein Ende in Sicht. Unsichtlich. Okay, das waren jetzt alle Alola vor. Hey, ich bin rausgetappt aus dem Game. Holy shit! Was zur Hölle? Du musst mich mal wieder beleben. Ja. Viel Wind um nix. Jön Sargosse. Sargosse. Sega hat mitgearbeitet. Konami und so. Das ist klar. Capcom hat mitgearbeitet. Bandai Namco, davon gibt es ja auch Spiele, dann ist ja das, auch ist ja das nicht ganz Punkt für Splatoon, weil es nicht ganz aus der Liste ist, ist, was ich schon gesagt habe, und auch, dass man die Splatoons, die Splatoon, dass das Spiel auch gute Bossgegner hat, die auch immer Boss stärker werden. Wie ist mein Gorilla kurz aus? Bald geht's mit den Anime
GJ Boo. Wow, was ist das denn? Da fliegen auf einmal Tierleichen runter. Namens Geraldine Bernstein. Hä, was ist denn hier los? Und sie kommt aus Kanada. Steel and Sparks. Jetzt hat er sich nämlich rein teleportiert. Ich bin gerade gelaufen, aber ist er in mir drin gewesen. Der blöde Schwamm. Ich war mal hier außen irgendwie lang und gucken, dass wir da hochkommen. Ja, das sind so Strukturen. Ule. Oh, nice. Da hinten ist ein bewaffneter in Rüstung. Okay. Der geht der einfach ist runtergefallen. Mal runter. Ja. Ah! Hier Was? Kommt so ein Voldemort angefahren. Ein Bubi. Oh, Entschuldigung. In Benjamin. Trifft doch nicht auf den Yoshi. Sag noch was. Stomach Stack, wenn er. Hat auch keine rosa Haare. Guck mal. Ist auch mit dem Halle geboren. Warum hat die ein Training Rod Diable? Lange Haare. Zum Trainieren. Ja, jetzt hat sie. Ich denke mal, Kalmar ist eine Unterart von Tintenfisch, so wie auch Octorok ist. Ach, nicht Octorok. Octorok ist auch eine Unterart von Tintenfisch, glaube ich. Ich denke mal, Octoling. Was ist denn das? Kann man hier sterben? Eine Guillotine. Kann man hier sterben? Come back in 10 minutes. Come back in 10 minutes, hat's gesagt. Ah. Ah, jetzt geht's. Warte mal. Okay,